Viel dazu. Müsste ja auch gleich losgehen, die ganzen Mitarbeiter hier vom Action Sports Paintball Feld machen das Feld gerade noch mal ein bisschen sauber. WOP und Dipsticks stehen schon am Start auf jeden Fall. WOP ist heiß, das weiß ich. Dipsticks wahrscheinlich auch, gehe ich auch von aus. Und bis jetzt haben WOP, glaube ich, alles gewonnen heute, was sie, also alle Begegnungen bis dato gewonnen. Moment. Mal nach. Ich glaube ja. Ja. Und Dipsticks haben heute schon ein oder zwei Spiele abgegeben. Bin mir nicht so ganz sicher. Bin jetzt gerade ein bisschen schlampig gewesen in der Buchführung hier. Aber nichtsdestotrotz, gezählt wird am Ende der Saison. Und dann schauen wir einfach mal, was die Jungs jetzt hier so vom Kasten bringen. Ja, hier ist halt ein bisschen durchwachsenes Wetter heute. Mal kommt Sonne, mal kommt gar nichts. Dann ist hier extrem dunkel und die Wolken nerven so ein bisschen. Aber zum Glück haben wir hier dank den Jungs einen Heizstrahler. Also unter der Decke ist alles pudelwarm hier. Wir können uns nicht beklagen. Ja, jetzt hoffen wir mal, dass hier so langsam losgeht, weil wir wollen ja auch alle dann noch die nächsten Begegnungen sehen. Und warten ist immer so eine Sache. Frisst halt unnötig Zeit. Wir wollen Action sehen und nicht die Leute, die hier die Deckung sauber machen. Also auch große Lob an die, weil ohne die wäre es natürlich auch blöde, wenn halt alles so dreckig wäre. Aber wir wollen natürlich die Action Boys sehen. So, 30 Sekunden wurden angezählt. Der Kameramann
befindet sich auch wieder hinter seinem Arbeitsgerät. Juti. Also wie gesagt, United von rechts, Dipsticks von links. Geht gleich los. Gleich werden die 10 angekohlt. Ja, 10 Sekunden. So, Bob macht einen weiten Break. G1 schon auf Dipstick-Seite. Erster weg. Auch der erste weg bei Bob. Nico muss vom Feld. G2 bei Dipsticks. Da wollten sie zu viel. Hat sich alles ein bisschen beruhigt gerade. Ich sehe, wie gesagt, bei Dipsticks ist das W besetzt. Und Bob landet in das A. Schade, Hit. G2 bei United. Snake hat es nicht geschafft. Dipstick. Dipsticks machen sich weit. Auf der Dorito-Seite, Dorito 50. So, ich habe jetzt hier 3 Spieler. Ach, schade auch. Okay, der Punkt geht wahrscheinlich an die Dipsticks, weil ich sehe nur noch 2 Spieler auf der United-Seite. Wie du willst. Wie du willst. Wie du willst. So, ja, der Punkt geht doch souverän an Lüneburg Dipsticks. So, wir kriegen gleich Besuch von den, ich glaube, Teamkapitänen, wenn mich nicht alles täuscht, von den Schwerinern, Sunrise, nicht die anderen. Und ja, mal gucken, was er so ein bisschen zu erzählen hat, wie Saison lief. Also vor so Saisonvorbereitung, also ich glaube, wir haben nicht allzu viel gemacht, beziehungsweise ich kenne sie ja. Da wird halt immer ein bisschen viel getrunken und so. Willkommen. Herr Nickel in Livestream, das ist er, der TC oder was auch immer von Sunrise Schwerin. Kannst du auch zudecken, aber ich glaube, dir ist warm, wa? Alter, das ist richtig kuschelig hier bei dir, das ist ja richtig, richtig, richtig schön hier. So, richtig. Hau so. Ab, jetzt habe ich deinen Platz hier. So, wie ist gesagt. Specknacken, du Elendiger. Ja. Willst du ein Äffchen? Ja, gerne. Jetzt will ich auch mal berühmt werden hier. So, jetzt haben wir Hauptstadt-Derby. Rechts Berlin. Rebirth Berlin und links die Ballbreakers. Ich hoffe, die Ballbreakers haben jetzt ein bisschen mehr am Start. Wie gesagt, Farbe lief wohl nicht gar nicht gut bei dem, aber trotzdem lassen die sich nicht runterkriegen. Finde ich auch gut, dass die Motivation trotzdem oben bleibt. Ja, Ballbreakers haben hier den Tower auf der Dorito-Seite erstmal gedoppelt. Ist aber weggeflogen. Schade, G1 auf der Ballbreakers-Seite. Oh, schön 50 Dorito geladen und jetzt geht's rund. Snake Corner geht zu. Hinten hat er nicht gekriegt. Hat er nicht gekriegt. Ah, der nächste geht. Die haben 1 Million jetzt gerade Reverse. Oh, sehen wir es in der Snake. Sehen wir es in der Snake. G2 auf Ballbreaker-Seite. Mensch, Jungs. Nee, Free. Free schon. Nee, G2. Das sagt doch G2. Oh, schön. Ja. Farbe, er hat den Scheiße nicht gesehen. Jetzt muss er aufpassen. Er hat den Move nicht gesehen. Er sieht. Er muss so was, was ist? Oh, da kommt die Strafe. One for one. Oh, was ist das? Hat der gerade echt voll auf den Ref draufgehalten? Ja. Moment, was ist hier los? Was ist hier los? Irgendeiner hat eine Strafe gezogen. Ja, das sah aber aus wie der Tower hat die Strafe gezogen und er sollte fürs One for One rausgenommen werden. Hat aber hier auf den Dorito-Spieler geballert, der hier lang gelaufen ist. Korrekt. Und der ID-Pull war wegen Bad Language. Ja, aber dann fragen wir uns doch jetzt alle mal zu dritt hier oben, wenn ich eine ID-Karte gepult kriege, also wenn die abgezogen wird, warum kann er am nächsten Punkt wieder spielen? Stand der wieder drauf? Ja, ja, der hat die ID-Karte ja wieder gekriegt. Der stand ja am nächsten Punkt dann wieder mit drauf. Also entweder ich ziehe die oder ich lasse es bleiben. Das ist das Ding. Ja. So. Also das ist halt das, was ich dir vorhin schon gesagt habe, Pubi. Oh. Da muss man... Ja, oh, vor allem er hat wieder eine Karte in der Hand. Ah, jetzt von Fabi wahrscheinlich, wa? Aber komm, also... Irgendwo muss man die Kirche auch im Dorf lassen. Er ballert nur, weil der andere, der kommt mit mal um die Ecke. Er hat sie verloren, aber was ist das jetzt hier? Weiß ich nicht. Moment. Oh Mann, also wie gesagt, das ist halt alles ein bisschen... Und der Kaffee noch warm? Ja, andersrum, ich würde mich jetzt beschweren, wenn ich jetzt meine ID-Karte hätte abgeben müssen. Ich möchte die auch wieder haben. Ja. Also, weiß ich nicht, da muss man das... Das muss man mit gleichem Maß regeln, genau. Auf jeden Fall. Ja, definitiv. Ich kenne so, die Spielkarte bleibt dann oben auf dem Turm und am Ende des Tages kriegst du sie wieder. Weg ist weg.
Also das geht wenn ich, so wenn ich so scheiße gebaut habe, dass mir jemand die ID-Karte zieht, dann habe ich keinen Grund, die wiederzubekommen. So, links United, rechts Dipsticks. Erster Punkt ging schon an Dipsticks. What? Ja. Echt? Naja. Ja, Dipsticks spielen auch keinen schlechten Ball heute eigentlich. G1. Auf Dipsticks-Seite. Alles safe bei Wop. Ja. Komplette Backline erstmal safe runterknattern. Ja. Obwohl ich eigentlich sagen würde, dass... Also die Dipsticks haben eigentlich die bessere Position jetzt mit dem Dorito 1, dem B. Sind schon aggressiv weiter nach vorne auf jeden Fall, aber sie schmeißen es halt immer weg. Genau. Ja, das Dorito wurde vom B ordentlich weggefischt. Jetzt haben sie hier auch noch Dorito Corner mit aufgemacht. Ja. Das war ein guter Move. Ja. Und jetzt muss er aber auch gleich treffen. Ja, sie macht ja, hat er auch. So, dann muss er sich warum schießt er denn nicht auf den Snake Corner? Den müsste er sich jetzt eigentlich zurechtlegen da. Jetzt kann er ihn kriegen. Ah, G2 auf Dipsticks. G3 drüben. Das verstehe ich auch nicht. Warum kann der. Warum? G4. Vor Void. Nee, Digga, das ist noch nicht die Reihe. Oh, was macht Nico, da? Der will Towel werfen, aber es ist zu spät. Ja. Haben die keine Leute in der Box, dass das gemacht wird? Scheint das sein. Okay, das, also zweiter Punkt geht an Dipsticks. Ja, das habe ich gar nicht verstanden. Also. Was ich nicht verstehe, warum fliegt der W-Spieler? Der hat eigentlich die beste Position. Hinten sitzen die nur noch in der Backline. Vielleicht hat er von seinen eigenen genascht. War vorhin öfters so gewesen, dass sich dann die Leute umgebrezelt haben. Ja. Na gut, das ist aber. Na gut, das ist der erste Spieltag. Alle sind da so ein bisschen juckig in den Finger. Ja. So, ich sag nur hier vorhin die Nummer vom Branded-Spieler, ne? Wo ja, längst, auf einmal. Aber Vollgas. Ja, weiter knapp. Ja. So, jetzt. Rechts Ballbreakers, links Rebirths. Ja. Ja, also ich sehe auf jeden Fall Fabi, Meier geht runter, jetzt spielen, ach die starten Short noch, ach du Scheiße, ich sehe auch Fabi nicht mehr, ich glaube Fabi, seine Karte wurde jetzt gezogen, jetzt ist ja die Frage, was ist dann mit der Karte, was war denn dann vorhin mit den Schwierigen ganz Spielern? Ehrlich, wie gesagt, ich würde jetzt, würde ich ja, jeder, definitiv, machen. definitiv, weil da muss mit gleichem Maß gemessen werden, ne? So, Shortstart von den Ballbreakers, also G1 vom Start schon aus, gegen Rebirths, aber das hat nicht so heiß, das lag uns vorhin auch besser, mit vier Leuten zu spielen. Ja, der erste ist schon geflogen von Rebirths. Siehst du? Oh, Eddie ist weg. Nee, Dennis. Und das auf der Snake-Seite, damit haben sie einen richtig guten Schuss gemacht. W gegen W, jetzt wird's interessant. Also... Jetzt ist die Frage, wer hört wen zuerst? Wer passt zuerst auf, ja? Aber keiner kriegt den Call, das ist das Problem. Und zweimal im W von Ballbreakers. Oh, und schön gepennt. Ja. Das ist halt das Problem, wenn du bei Rebirth nicht auf die Snake-Seite aufpasst. Die Jungs, die sind so fix unterwegs. Jetzt war ein Trade, aber wichtiger Trade. Klarer Trade, gut entschieden und... Oh, stark. Oh, schön, jetzt ist Snake-Seite frei. Jetzt müssen Ballbreakers über die Snake-Seite komplett sagen, jetzt pushen. Jetzt müssen die Ballbreakers aufmachen. Und es redet keiner, verdammte Scheiße. Senior, was los, Dicker? Vor allem mauern die sich hinten komplett ein. Ja. Schön statisch jetzt. Jetzt ist natürlich das Problem, jetzt hat Rebirth einfach die größere Erfahrung, jetzt ne? Wenn sie das ist richtig, aber wenn sie Senior, es clever machen. Was ist mit Senior los? Senior ist doch sonst immer der Erste, der sich darin positioniert. Da haben sie schön gefischt. Ja, schön, okay. Sehr schön gemacht. Schöner hat, Punkt, aber, dann geht doch. Das hat Sascha aber, richtig schön runtergespielt. Es ist hinten immer noch, sind immer noch beide in der Backline, weil keiner wusste, dass sie es nicht. Richtig, das, das ist es halt wieder. Du musst reden, das funktioniert einfach nicht. Naja, aber Sascha hat das gut weggearbeitet. Ballbreakers sind jetzt auch aufgestiegen, ne? Sind jetzt auch aufgestiegen. Also ja, die sind aufgestiegen. Sundays war meines Wissens nach hochgerutscht. Stimmt, vom zweiten Platz her, ja, ich glaube, ich weiß es nicht genau, ich will jetzt hier nichts Falsches sagen, aber ich glaube ja. Genau, auf jeden Fall kommen sie aus der Regio. Genau. So weit wissen wir schon mal. Richtig, ja. Das ist ja mehr als was du sonst weißt, ne? Hässlich? Es ist total verrückt. Crazy shit. So. Aber andersrum war vorhin noch eine Situation bei Sundays Berlin, glaube ich. Hinten im Corner. Der hat vorhin so einen Larry gemacht, als hier irgendwie was mit dem Wasser war. Also ganz ehrlich, das geht gar nicht. Hab ich schon zu Ruby gesagt. Also das war Tobi, der ist ja jetzt auch nicht unbekannt dafür. Er hatte vorher letztes Jahr nur ein anderes Jersey an. Richtig. Und dieselbe Schote gezogen. Ja. So, er fliegt immer, die 22 fliegt immer. G1 auf Dipstick-Seite. Ja. Immer der Erste, der fliegt. Was ist da los, Boy? Dann nimm die Deckung nicht mehr. Oh, Dorito geladen hier drüben bei den Dipsticks. Corner dazu aufgeladen.
von Nico. Oh. Wenn da mal nicht gerade ein Treffer am Bein war. Wo? Oh. Hinten auf der Tonne. Oh, der hat da. Sehr, sehr gut aufgepasst. Oh, da kommt der Ref an. Da kommt er an. Da kommt er an. Oh, und. Snake ist reingekommen. Und Penalty Party. One for one. Penalty Party. Oh! Das war's. Und er sucht, glaube ich, noch einen, oder was? Ja, er sucht noch. One, Automatic. Sonst schütte ich dir heißen Kaffee ins Gesicht. Ja, eigentlich mal eine Idee. War das hier der Wurzelzwerg, oder was? Nee, der kommt doch nicht ins Gelände. Ja, das stimmt. Ja, jetzt noch so eine hässliche Visage, Alter. Das wird ja immer schlimmer. Es wird selten besser bei uns. Ja, gerade wenn du mir hier anguckst, wird mir richtig schlecht. So, jetzt haben wir hier. Das kenne ich. Ribas gegen Scheiße, der spiegelt zu Hause, was? Ja, was soll ich sagen? Freut mich natürlich für die, aber. Ich weiß gar nicht, wie sind die Spiele davor ausgegangen von Rebirth? Liegen vor dir. Ach, tatsächlich. Da muss ich ja lesen. Okay, können. Also Fabis Karte wurde nicht gezogen. Aber trotzdem ist es doch echt merkwürdig, weil ja, vielleicht die Karte ist jetzt eine neue Regelung aufgetaucht, von wegen, ja, Karte wird nur für einen Punkt gezogen. Nee, also, nee. Da muss man schon konsequent werden. Also, ich sag mal so, bei der ID-Karte sind sie ein bisschen sehr nachgiebig. Aber ich muss sagen, sonst von der Sache kannst du nichts sagen gegen das Marschen. Also heute ist noch zu soft, habe ich mit Hui schon gesagt. Es ist einfach zu soft. Obwohl ich manchmal denke, oh Digga, das hätte man jetzt aber auch. Vorhin zum Beispiel mit Overshooting hier. Also die Torito-Seite ist sehr heiß, muss ich sagen. Ja. Die Jungs sind hier wirklich auch mit Strafen nicht gerade zimperlich. G1 bei Ballbreakers. Aber es ist okay. Also sie müssen halt sehen, dass sie ihre Linie reinkriegen. Ne? Und lieber so als. Da drüben ist die Seite ein bisschen mehr Larifari, muss ich sagen. Also beide Teams sind G. Ja. Lieber sind Snake 1 und 2 und geht jetzt auf die 50 Snake. Ja, und das hat keiner auf dem Schirm. Nee. Und Rebirth ist eigentlich mit den beiden, so wie sie in der Snake sitzen, sind sie eigentlich gut besetzt dahin. G2, Senior-Pflicht raus. Ja, jetzt ist vorbei. Und jetzt ist vorbei. Jetzt geht die Linie da hinten auf. Jetzt macht Eddie wieder, was er will. Einer ist schon drauf, der Tempel hier vorne. Aber er schaut in die falsche Richtung. Er schaut auf die 2, aber hat ihn gekriegt. Genau, das meine ich. Wenn das wieder aufpasst, dann. Aber Snake 50 ist geladen. Aber ist auch wieder zu statisch. Wenn ein Snake. Ja, ist durch. Sven ist alleine in einem Dings. Ja, Snake hat er rausgeholt. One on one. Nee, zwei sind hier. Corner noch, ja. Corner und Jan. Aber auch wieder keine Kommunikation. Ne? Er guckt auch, aber wirklich gerade zu der Blick geworden. Ja. Nee. Hat er den Corner hinten jetzt auch noch weggelöscht? Nee. Ah, nee, da. Ah, er hat aber 3 Pötter mitgekriegt, wie es aussieht. Glück gehabt. Wenigstens das hat funktioniert. Ja. jetzt kommt er über die Snake. Ja, aber wenn er ihn jetzt wieder so wegkascht, wie er Eddie weggekascht hat. Ja. Das wird noch, ist noch gar nicht so uninteressant. Das wurde es noch gar nicht gecallt. Das war auch das sind auch so Sachen, das war heute schon ganz oft. Bei Sascha vorhin auch, oder? Nee, pass auf, war, ne? Die ganzen Bouncer. Nee, der Marsch hat ihn rausgenommen. Echt? Ja, obwohl er keinen Treffer hatte. Das war doch von dem Bunkerboy. Ja. Der ihn gebunkert hatte, war doch eindeutig der Outcall. Ja, aber bei einigen so. Muss ich heute auch schon sagen, ist mir auch schon aufgefallen, die gehen einfach zu früh. Ja. Statt den Check anzufordern, ist einfach so dieses. Bei Sven ist das aber schon immer das Problem gewesen. Ja, gut. Ich habe vorhin beim TC-Meeting aus Spaß gesagt, ne, bei Bouncern gehen wir raus. Kann ja keiner an, dass sie sich das wirklich annehmen. Ich kenn's aus dem Training so. Ja. Ja, aber ich sag mal so, andersrum, lieber so, bevor sich irgendwelche dummen Strafen ziehen. Ne? Ja. Aber manchmal ist halt zu vorsichtig, ist halt auch nicht. Ja. Dafür geht's dann hier doch zu schnell meistens. Ja. Oh Mann, so. Bei Bob bin ich eigentlich überrascht. Da hätte ich eigentlich viel mehr Aggressivität erwartet. Also, dass sie viel haben mehr. Heute Morgen haben sie stark auf jeden Fall. Ich glaube, sie wollen. Denn irgendwie so jetzt. Ich glaube, jetzt machen sie auch ein bisschen ruhiger, weil ich weiß nicht, gegen wen spielen sie denn heute noch? Rebirth. Genau, ich glaube, die heben sich noch ein bisschen, die reden noch ein bisschen was auf, weil sie wissen, dass Rebirth halt viel analysiert halt. Ne? Ja. Ja, sind auch die richtigen, gerade hier zu Hause sind die richtigen Leute dafür da, ne? Oh, Doppel W. Das geht meistens in die Hose. Naja, sauberer Trade, ne? Ja, der war sauber. Oh, G2 auf Seiten von Bob. Auch so viele Probleme mit der Farbe hier, ey, das ist abnormal. Krass, oder? Wie viele hier mit dem Laufrennen hier rumspielen?
Aber egal, welche Farbe. Er schießt auch nur noch. Oder? Da kommt doch nichts Ganzes mehr raus, nee. Oder was? Nee, nicht wirklich. Und ich spiele dieselbe Farbe wie wir. Jetzt aus Pusher habt ihr, ne? Ihr habt doch Pusher. Ja. Ja. Und die spielen die auch. Die haben ja sogar dieselbe Farbe auch im Park abgeholt. Ja, also und dann haben wir noch heute Futsal. Läuft auch gar nicht heute. Ja, habe ich heute aber auch das erste Mal gesehen, dass es wirklich jemand so intensiv spielt. Eigentlich habe ich nur Gutes drüber gehört. Ja. Aber heute auch irgendwie. Ja, aber ich denke mal auch, dass die Luftfeuchtigkeit vielleicht einfach zu ist. Ist einfach, wenn es, guck mal, sagen wir mal, frische Farbe. Ja. Bei dem Wetter heute früh, da kannst du auch knicken, da kommt doch kein Ball raus, ey. Das war halt der Vorteil, deshalb habe ich zwei Sorten mitgenommen. Einfach nur, ja, um nicht mit so einem Gonzo dazustehen. Jetzt ist nachher aber wieder das Problem, jetzt wird die Farbe schon fast wieder zu warm. Ja. Dann hast du auch wieder Probleme, beziehungsweise nehme ich lieber ein Back, was ein bisschen zu groß ist, als wenn es genau passt. Und ich glaube, das ist hier hauptsächlich das Problem. Alle spielen halt mit Stani. Genau. Ja, jetzt kommt der Jeder hat diesen einen Lauf und der muss halt funktionieren. Ja, da geht der nächste nur noch Nico drinne. Ja, das war's auch. Toll. Also Dipsticks, Boys, ja. Ist der dritte Punkt. 3-1, ne? Alter. Klasse Scheiße. Und das ist genau das, was ich meine. Die spielen nicht das, was die Möglichkeiten hergeben, meine ich. Gleich ein Knaller. Kingsize gegen Ballistics, das wird ein Knaller. Oh ja. Die hatten aber richtig lange Pause, war Hubi? Ja. Drei Blöcke. Ja, guck mal bei uns. Genau, vier Blöcke, war? Ja. Oh. Oh, so siehst du besser aus, Alter. Ja, ich wollte eigentlich die Maske mitnehmen, aber. Darauf freue ich mich. Branded 2 gegen Hammer. Ah, ich glaube, da wird Hammer richtig unter die Räder kommen. Glaubst du? Ja. Nee. Branded spielt ein richtiges Brett heute. Also, das wird auf jeden Fall eine geile Nummer. Gut, ich habe die Spiele von Killzone jetzt nicht gesehen, ja, also doch, meistens die waren, mit uns in der Box waren. Die ja, darfst du nicht. Aber ich habe die Spiele von Amstetten gesehen, das ist schon, ist auf jeden Fall eine Ansage. Oh, die Base gekommen bei Reverse. Naja, im Moment sind sie nicht mit 6 gestartet. Ja, richtig, ja. Das labert schon jetzt nicht, Fischkopf. So. Aber alle live, ne? Alle immer noch live, ja. Aber da wird schon eine... Oha, hätte er eigentlich einen Marshall ranholen müssen. Für drücken? Ja. Das haben wir heute aber schon mehrfach. Ja, ja, das ist egal. Manche machen es, manche machen es nicht. Und du musst auch eigentlich gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ich kenne das Regelwerk ja nicht. Nee, das musst du nicht mehr machen. Oh, schön, der erste geht. Ja, Sascha hat es erwischt. Und das verstehe ich nicht. Jetzt ist total eingeschlafene Füße hier. Eigentlich, wenn die vier, also wenn der große Maja hier gegangen ist, ist. Aber sag mal, kommt er nicht von dem Spot hinten auf die 5? Müsste er doch eigentlich. Ah, schöne Chancen, Fabi, schönes Ding, ey. Gut, dass er seine ID-Karte behalten hat. Ja. Oh, jetzt. Knappes Ding, Alter. Jetzt muss er aufpassen, jetzt ist er natürlich hier im Fokus. Ja, jetzt pusht aber. Aber hinten ist noch der Snake Corner drin, der müsste eigentlich. Oh, die Snake haben die auch. Eddie wird Eddie. Senior gegen Eddie, Alter. Aber Senior ist outfield, jetzt switch schon um. Jetzt müsste das Torito aufpassen. Jetzt. Oh, voll gepennt. Ja. Da den hat er nicht auf dem Schirm gehabt. Schön, Alter. Boah, Gray. Gray läuft wieder durch, Mann. Der Engländer. Auf geht's, Junge. Auf geht's. Vollgas. Das war schon stark. Oh, da kam noch der obligatorische Ich slide nochmal. Ja. In der Snake. Das war so, oh, wir haben Livestream, da mache ich nochmal was. Meiler, Meiler. Punkt für die Ballbreakers, Boys. Da steht 2-2 in dem Berlin Derby. Und jetzt knallt die Sonne nochmal richtig, ey. Ja, wurde ja auch Zeit, Tobi, oder? Also jetzt mal ganz ehrlich. So langsam. Wow, das sieht ja jetzt ist. Rebirth hat 3-1 gegen Killzone verloren. Ja. Harte Nummer, Alter. Deswegen ja, also die darfst du nicht unterschätzen. Euer Strich hier ist falsch. Ist nicht 2-2 ausgegangen, so gerne wie ich es hätte. Was denn? Hier, 3-2. Nee, 2-1. Kingsize. Ja. So gerne wie ich das andere auch gehabt hätte. Gönnt hätte ich's euch. So, Dipsticks gegen Wob, Jungs, United. Oh, Nico pusht hart vor. Ja, die wollen es jetzt. Jetzt wollen sie. Und das ist eigentlich das Spiel, was ich eher erwartet hätte. Aber deine 22 bei Dipsticks hat diesmal wenigstens überlebt. Okay.
Und das verstehe ich nicht, wie das gehen kann. Mit drei Leuten auf der Dorito-Seite und er schafft es, aus dem Dorito 1 bis in die 50s vorzupushen. Das ist total gepennt. Gut, ich habe leicht reden. Hier von hier oben geht das ganz einfach. Ja, ja, klar, aber... Aber das ist halt so ein Moment, ne? Oh, jetzt. Oh, jetzt. Und ausgemalt. Das war auf jeden Fall wichtig, dass der geht. G2 auf Dipstick-Seite. G2 Dipsticks und G1, glaube ich, nur auf Wop-Seite. Ne? Ja. War glaube ich, nur Nico, ne? Ja. Oh, er wird gecheckt. Was ist da los? Was ist da los? Was ist da los? Und? Und? Ja, Nico, entscheid dich. Ja, ist clean. Ich glaube, der Dorito-Spieler hat die Snake drüben nicht auf dem Schirm, oder? Ich glaube nicht, ne. Weil normalerweise müsste er ihn doch... Nee, guck mal. Oh, weg. Jetzt haben wir einen G2 auf der Wop-Seite. Ja, die warten halt immer mit den Checks halt hier, ne, so ein bisschen. Oh, nein, da soll der Fuß reinnehmen, weil da war der Treffer gerade drauf gewesen. Out. Und Abfahrt. Scheiße. Jetzt wird's natürlich... Hätte ich nicht gedacht. Eigentlich war das ein starker Break, dachte ich. Krasse Nummer. Tau geschmissen. Alter, Dipsticks Boys, was ist hier los? Ja, das hat Nikolai, glaube ich, ganz gut unter Kontrolle da hinten. Ja, ne? ja. Das haben wir, durften wir auch schon gleich merken. So, Ballbreakers links, Freeburst rechts. Steht gerade 2-2, hier wird sich nichts geschenkt. Krasse Nummer, hätte ich nicht gedacht. Mhm. Aber gut. Ist halt, jeder hat halt Bock hier, ne? Gerade wenn man zu Hause ist, ist das nochmal eine ganz andere Nummer. So. Da lässt sich der erste Ballbreakers checken im Corner auf der Snake-Seite. Ist Fabi. Puh. Aber alle. Oh, hier gibt es erste Strafe. One for one. Das ist natürlich scheiße. Jetzt Snake-Seite weg. Oh, jetzt. G3. Oh, jetzt. Oh, nee, doch nicht. G2 nur. G2. Aber G2. Reverb macht gleich Gas. Ja, das, wie gesagt, zwei Leute, da musst du gleich Druck machen. Ja, und das können sie. Also. Ja. G1 auf der Reverb-Seite. G2. Da regt sich ja ein bisschen auf. Kann ich verstehen, weil der Vorteil, den sie jetzt hatten, ist ein Stück weggeschmissen worden. Eigentlich ist er richtig in die Grütze gegangen, weil sie hatten die geilsten. Jetzt macht er auf. Das war schon mal gar nicht. Auf jeden Fall nicht verkehrt. Allerdings, wenn jetzt der Snake Corner da hinten noch länger mit dem Ref rumspielt, dann machen die Jungs da drüben alles kaputt, glaube ich. So, Snake geht easy wie sie weiter. Es ist nur eine Kanone auf der T-Pack-Seite. Oder Sven, was ist denn hier noch? Ist hier irgendwas drüben noch? Ja, nicht mehr. Nee. Außer Dirk hier, ne? Genau, ist nur der Maya hier auf der Seite. Und zwei in der Snake und einer im Maya, alles klar. Ja, er macht das da hinten ganz gut in dem Snake Corner. Ne? Ja. Er hält die da gut unter Kontrolle, die Jungs. Ah, da muss der nächste gehen. Der Hammer, warum checkst du dich denn vorher, Sascha? Ja. Mann, ey. Bengel. Ich finde eure Fairness super nett, ne? Aber. Nicht auf dem Spieltag. Nicht auf dem Spieltag, Boys. Guck mal, jetzt. Aber keine Ansagen. Verstehe ich nicht. Die sind zu dritt auf dem Feld. Nee, hat gesagt, die fünf. Ach so, das hat er gesagt. Da muss ich sagen. Aber von da höre ich halt nichts. Ja. Ja, gut, aber die kreuzen. Ja, da kann sich guckt jeder für sich, ne? Aber trotzdem muss man ja ein bisschen reden. So. Mal habe ich ja mit Molly auch geschafft. Also. Okay. Das geht wohl nach Berlin, wollte ich gerade sagen. Aber der geht wohl zu Rebirth, der Punkt. Ja. Sollten das Towel schmeißen. Ja. Die Zeit würde ich mir lieber noch lassen. Ich geh buzzern. Ja, ich geh buzzern, interessiert ihn gar nicht. Gekonnt ignoriert. Da hat dann Dirk mit dem letzten Ball noch aus dem Hopper hinten im Pack erwischt. Nee? Ja, aber das haben sie trotzdem weggeschmissen, das Ding, Hubi. Ja. Vor allem hätte ich jetzt schon mal das Taue geschmissen, damit sie die Zeit sich irgendwo noch gut schreiben können. Ne? Ja. Gerade jetzt ist die Zeit mit das Wichtigste. Haben wir ja selber auch gemerkt gegen Kings. Ja.
Da hat der Punkt richtig lange gedauert. Und dann fehlen dir am Ende nachher 5 Sekunden. Ja. Aber gut. Das ist halt egal, ob du nur King Size 1 hast oder 2, die spielen beide identischen Ball. Ne? Ja. Die haben halt Zeit. Und es ist immer unangenehm. Ja, die können einen ärgern. So. Tipsticks rechts, United links. Oh, G1 auf United Seite. Ach Jungs. Und Nico geht vor. T-Pack 2 live angekommen. Ach, oh, G2. Alter, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist der Wurm drin. Hätte ich nicht gedacht. Aber bei denen ist das ganz besser. Vielleicht war das doch nicht Ruhe lassen, sondern einfach. Ja. Weil der brennt irgendwo. Und der nächste. Ah, ne, ist da immer noch. Snake 1 geladen jetzt von Wobner. Dipsticks lässt sich jetzt ein bisschen lange feiern hier. Ah, jetzt. Das ist hier G3 auf Bob-Seite. G4. Five. Da hatten wir wieder den Bonus. Ja, nochmal den Slide für die Kamera. 5-1, Jungs. Alter. Alter Vater. Alter Fettnacken. Also muss ich sagen, Überraschung. Schönen Gruß von Sven. Wenn die Ohren mal wieder sauber hier. Randale. Digga, das kriegst du nie wieder von deinen Fingern ab. Ist schon auch wieder. So, jetzt. Gut, dass ich nicht getroffen habe. Ribos links, Ballbreakers rechts, schade auf jeden Fall. Wie gesagt, Strafen auf dem Feld, das kannst, wenn eine Seite wegbricht, Mann, dann kannst du vergessen. Ja. Ich sag mal so, auf der Dorito-Seite kannst du es noch eher sogar verkraften als auf der Snake-Seite. Ja. Weil hier kannst du dich immer noch irgendwo einmauern, aber das auf der Snake-Seite bist du echt am Sack, wenn da zwei Leute fehlen. Jungs! Ah, der Corner abgeflogen. G1 bei Ballbreakers, Fabi ist raus aus dem Game. Also Sascha hat sich hier schon gut ins Torito 1 vorgekämpft. 60 Sekunden, Alter. Und Eddie in der Snake 1? Ja, ist durch. Aber wie Larry Jan da übers Feld gehen kann, ne? Jan ist wieder auf Wanderschaft. Ja. Und muss jetzt, Snake Corn. Oh. Ah, muss am Namen liegen. Ja, da hätte er sich aber wirklich vorher noch den. Den hat ganz Probleme. Ja, jetzt geht's wieder. Ah, jetzt kommt er oben rüber und muss aufpassen gegen Jan. Angeklopft hat er schon mal und das war's. Juti, also, das Spiel geht an Freebirds Berlinski. Außer passiert noch irgendwie ein Crazy Shit Move, Der Crazy Shit war einfach mal zur Zeit. Gut, also, wir haben jetzt hier 4-2. We'll be right back.